Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Guten Morgen, herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Heute filme ich mal mit dem Handy, ich habe den ganzen Klumpatsch hinten im Rucksack. Das ist meine Immigration hier in Lampoon. Und heute mache ich die 90-Tage-Meldung. Und ich war erstaunt, ich habe doch den einen oder anderen noch gehabt, der mir da Fragen zu hatte. Und ich erkläre euch heute in dem Video das Formular. Und ich stoppe mal die Zeit, wie lange das Ganze dauert. Also, auf geht's, 90-Tage-Meldung. Für die, die nicht wissen, was das ist. Wenn man in Thailand lebt, muss man sich alle 90 Tage bei der Immigration, bei uns in Deutschland würde man sagen, Ausländerpolizei melden. Das kann man mittlerweile per App machen und so viel kann ich schon verraten. Heute hat die Dame, die mich da bedient hat, mir nochmal gesagt, ich soll das doch mit der App machen. Ich müsste nicht immer kommen, das wäre doch Quatsch. Ich habe extra mal so einen kleinen Zettel ausgedruckt mit einem QR-Code drauf, dass ich mir die App runterladen kann. Die Immigration hier ist ein ganz neues Gebäude. Vorher waren die woanders. Vier kleine Fenster. Es war aber auch nur ein Fenster besetzt. Ich war direkt morgens früh da, um 8:30 machen die auf. Es gibt kostenloses Wasser. Es gibt ein WLAN für Leute, die da warten müssen. Ich war mal wieder alleine und gewartet. Das kann ich verraten. Gedauert hat das Ganze 9 Minuten. Unglaublich. Nett, freundlich. Und jetzt gehen wir dieses Formular hier mal gemeinsam durch. Es ist wirklich extrem einfach. Und ihr braucht überhaupt keine Angst davor zu haben. Ich weiß, als ich das erste Mal dahin bin, auch alleine für diesen 90-Tage-Report, habe ich auch gedacht, oh je, man weiß es halt nicht. Ja? Wenn man es nicht kennt, ist es halt eine schwierige Nummer. Als Farang, wie ich mache sowas auch grundsätzlich immer alleine. Da packt mich der Ehrgeiz. Und ich hatte eben ein, zwei Leute, die mich gefragt haben, hör mal 90 Tage, also gehen wir das Formular nochmal gemeinsam an. In der Immigration liegen natürlich auch alle Formulare aus, aber es gibt auch einen Download-Bereich. Ich lasse euch natürlich einen Link in der Videobeschreibung da und da kann man sich die entsprechend schon mal vorher runterladen. Für die 90-Tage-Meldung braucht man das TM47. Einfach in der Videobeschreibung gucken, ladet euch das Ding runter, dann könnt ihr das komplett vorbereiten. Ihr braucht nur dieses ausgefüllte Formular und euren Pass. Es kostet keine Gebühr. Gehen wir das ganze Ding von oben nach unten durch. Written at, da schreibt ihr hin, in welchem Ort ihr das Ding ausgefüllt habt. Datum, Monat und Jahr. Jetzt kommt direkt mein Tipp. Written at füllt ihr aus, da schreibt ihr hin, in welchem Ort ihr wohnt. Datum, Monat und Jahr lasst ihr offen. Dann unterschreibt er das Ding ganz zum Schluss, wenn es durch ist. Macht euch einen Haufen Kopien, tragt nur jedes Mal ein neues Datum ein und dann habt ihr das TM47 für die nächsten 100 Jahre vorbereitet. Also habe ich es hier. Ich habe hier einen ganzen Packen liegen und habe mir die ausgedruckt bzw. kopiert hier im örtlichen Copyladen. Ich trage nur jedes Mal ein neues Datum ein und dann schleppe ich das dahin und gut ist. Wie gesagt, man kann das auch mittlerweile mit der App machen, aber ich habe es bis jetzt aus persönlichen Gründen immer noch persönlich gemacht. So, Full Name in Block Letters, da muss natürlich euer Name hin, das kriegt ihr hin. Nationality, in meinem Fall German. Dann, welches Visum ihr habt. Wenn ihr jetzt nicht mehr mit einem Touristenvisum hier seid, sondern mit irgendeiner Art von anderem Visum, dann ist es Non-Immi. Und dann kommt der Tag rein, wann ihr in Thailand eingereist seid. Wenn ihr das nicht mehr wisst, schaut doch einfach in eurem Pass, da gibt es einen Einreisestempel. Da findet ihr das. Eure Passnummer, die findet ihr im Pass, im Reisepass. Auf der Seite, wo auch das Foto ist, oben rechts in der Ecke, Passnummer. Fängt immer mit dem Buchstaben an. Arrival Card Nummer, das ist dieses kleine Formular TM6, was die euch bei Einreise in den Reisepass getackert haben. Das braucht ihr und da steht ganz unten unter dem Maschinencode als letztes auf der Seite in schwarzer Schrift eine kurze Nummer. Fängt bei mir auch mit einem Buchstaben mit N an. Keine Ahnung, ob das immer so ist. Die kommt dahin. Und dann brauchen wir eure Adresse. Also nach der Straße kommt der Tambon. Das ist dann immer der Zusammenschluss der Dörfer, in dem man wohnt. Das ist in meinem Fall Lau Yau. Dann kommt das Ampe. Das Ampe ist dann quasi der nächstgrößere Verwaltungsdistrikt, in meinem Fall Ban Hong. Und dann kommt die Provinz. Das ist bei mir Lampoon. Und dann noch die Handynummer. Dann unterschreibt ihr das ganze Ding und den Rest vom Formular lasst ihr offen. Das steht hier auch da. For official use only, das füllen die dann selber aus. Dieses ausgefüllte Formular müsst ihr dann noch unterschreiben und mit eurem Pass zusammen an dem Schalter abgeben, wo unten dran steht 90-Day-Report. Das war's. Wirklich einfach.
Ich weiß, dass es in Chiang Mai so ein Drive-Thru gibt. Das heißt, ihr fahrt mit dem Auto da rein, gebt das am Fenster ab, kriegt es ausgefüllt wieder und könnt weiterfahren. Wie gesagt, hier in Lampoon ist es halt eine kleine Immigration. Da heißt das so, dass man wirklich noch reingehen muss. Man kann das Ganze auch online machen und zwar auf dieser Webpage hier. Da steht unter 1 steht die Seite drauf. Das ist der Zettel, den die mir heute in die Hand gedrückt hat. Oder man macht es über die App. Beides ist wohl einfach. Ich habe aber so von anderen Farangs gehört, mal geht's nicht. Also meine Erfahrung ist mit der App, das habe ich also auch schon gemacht, das hat gut funktioniert. Das habe ich aber auch schon anders gehört. Vielleicht hatte ich einfach Glück, keine Ahnung. Ich finde, man kann beides mal probieren. Also diese Webpage selber, das dann direkt online auszufüllen, habe ich auch noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das das nächste Mal. Die App habe ich auch noch auf dem Handy. Mein Grund, warum ich das lieber persönlich gemacht habe, war immer, erstens komme ich sowieso in Lampoon alle Nase lang vorbei. Dann timet man das halt ein bisschen, dann ist das kein extra Weg. Und ich denke immer, wenn ich da nur einmal im Jahr aufschlage für Extension of Stay, ist es was anderes, als wenn ich da alle Nase lang aufschlage. Also ich bin ja ein alter Verkäufer und ich weiß, je öfter dich dein Kunde sieht, je sympathischer wirst du dem. Also jedes Mal dahin, nett sein, sich ordentlich kleiden, da habe ich ja schon ein paar Mal was zugesagt. Ich bin also heute auch tatsächlich dann mit Hemd und Kragen rumgelaufen. Kurzarm, sportives Hemd halt, aber ein Hemd über dem T-Shirt. Und halt wieder einfach ein bisschen den Sitten und Gebräuchen hier angepasst. Ich merke auch, je mehr ich mit den Thai sprechen kann, wenn es nur Hallo, guten Tag, mein Name ist, je offener werden die und je leichter fallen mir auch tatsächlich diese Behördengänge. Die sind eh schon super freundlich. Wenn die dann aber noch merken, der Farang gibt sich auch noch Mühe, dann ja, kann man eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Ich habe jetzt und Achtung, Achtung, jetzt kommt Werbung, Klammer auf. So einen Online-Kursus gebucht. Da lasse ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung auch nochmal und in den Kommentaren auch noch was zu da. Ja, und das ist im Prinzip so ein ganz einfacher Videokurs für Dummies. Ist eigentlich gedacht für Leute, die hier in den Urlaub fahren. Und das war für mich gerade richtig, weil ich nämlich keine Lust hatte auf so einen riesen Sprachkursus mit 100.000 Lektionen und. Ich habe gedacht, du fängst mal an mit so einem ganz einfachen Ding, dass du ein paar Floskeln kannst. Ich meine, jetzt komme ich schon ewig hier hin, wie ich mich zu benehmen habe, das habe ich schon verstanden mittlerweile. Aber ja, dass man eben Pom Kun Stefan, ich bin Stefan und so Sachen, dass man das einfach ein bisschen noch üben kann. Und für alle die jetzt hier zum ersten Mal eine 90-Tage-Meldung machen müssen und vielleicht noch nicht so vertraut sind mit der Sprache, das Ding ist überhaupt nicht teuer und ist ein super Einstieg, ist meine Empfehlung. Und wie gesagt, wenn ihr das über meinen Link hier bucht, dann kriege ich da sogar noch was ab und ihr unterstützt den Kanal und das wäre total lieb von euch. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ihr müsst natürlich nicht genau auf 90 Tage genau sein, sondern maximal 15 Tage davor und 7 Tage danach. Wenn die euch diesen Extension of Stay, wenn ihr den macht, kriegt ihr einen Zettel in den Pass getackert. Und rund um dieses Datum müsst ihr innerhalb diesen Rahmens euch entsprechend bei der Immigration melden. Ich melde mich immer ein paar Tage vorher, falls mal irgendwas schief gehen sollte, aber ich habe euch ja gerade erzählt, wie einfach das Ganze ist. Also braucht man gar keine Angst vor zu haben für alle Neuankömmlinge hier, für alle, die das zum ersten Mal machen. Es ist wirklich gar kein Act. Regt euch nicht auf, füllt den Zettel aus, geht dahin, gebt das ab. So, das war's. Auf die Schnelle ein kleines Video gemacht zum Thema 90-Tage-Meldung. Ich hoffe, dem einen oder anderen damit geholfen zu haben. Wenn euch das Video geholfen habt, ihr habt Lust, uns zu unterstützen, den Kanal zu unterstützen, schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es auch einen Link zur Kaffeekasse. Ansonsten, ganz wichtig, bleibt nett zueinander. Bis die Tage, ich bin raus. Ciao, ciao.